zurück. So, dich schnapp ich mir, du Taschendieb. Das ist zwar nicht mein Geld, aber es ist egal. So. Na komm her. Zack. Silbererz, oh. Und 500 Flora. Florin, Flora. Ich weiß gar nicht, wie es richtig ausgesprochen wird. Florin, Flora. Hm. Irgendwas mit F. So, den Taschendieb hatten wir ja bereits. Und ich sehe hier immer noch. Uns wird hier ein Erfolg, eigenes Geld und das des Räubers beschafft. Warum eigenes Geld? Ich habe doch kein Geld verloren. Na gut, egal. Jetzt helfen wir auf jeden Fall mal diesem Bürger. Damit wir mehr Leute für unsere Sache gewinnen können. So, das war Nummer 1. Mal schnell auf unsere Waffe übergehen hier. So. So, jetzt muss ich nur darauf achten, dass ich die Leute auch schnell ausschalte. Nicht, dass der Typ noch drauf geht. Oh, scheiße. Gut, damit konnte ich jetzt nicht rechnen. Boah. Sauhund. So, Kollege. Zack. Schon erledigt. So schnell geht's. Die Befreiung Roms hat begonnen. Hab Dank, das war knapp. Aber alleine überlebe ich hier draußen keinen weiteren Tag. Könnt ihr mir helfen? Ich würde gerne an eurer Seite kämpfen. Geht klar. So. Dann hätten wir dem auch gerade geholfen. Moment mal, wir könnten natürlich gerade mal diesen Punkt hier nehmen, diesen Ort, und könnten nach ganz oben reisen. Richtig, und können dann von uns von oben nach unten durcharbeiten. Das ist doch viel einfacher, anstatt nach oben zu laufen, um dann wieder nach unten zu laufen. Weil das ja so dann erst praktisch wäre, weil wir dann alles kriegen könnten. Ja, ich glaube, da ist die Wahl, nach oben zu reisen und dann nach unten zu gehen, schon wesentlich praktischer. Einmal strecken. Oh, so, gestreckt. So, die Wachen töten, hä? Welche Wachen töten, hä? Was, wie, wo, hä? Achso, hier ist noch einer. Kaum kommt man hier hin, schon hat man was zu tun hier. So, ich mache jetzt mal was, was ich eigentlich noch nie so gemacht habe. Na komm, greif an. Ja, das sagt ihr. Ich mache euch schon fertig, Jungs. Das macht mir keine Sorgen. Das Blöde ist, für den Typen brauche ich unbedingt diese, mein mittleres Schwert hier. Ja, komm her. So, wir treten mal gerade, genau. Zack. Und damit hätten wir wieder einen für uns gewonnen. So schnell geht's. Die Befreiung Roms hat begonnen. Ich dachte, das wäre mein Ende. Habt besten Dank. Aber die Borgia werden nicht ruhen. Es sei denn, ihr wisst, wie man sich wehrt. Tja, ihr werdet das schon können. Keine Sorge. So, auf jeden Fall haben wir hier die Bank. Sehr schön. Das funktioniert doch schon mal wunderbar. 1690. Die Bank, die Geldwechsler.
durch die bekommt man auch immer echt viel Geld, also viele, viel Einkommen noch dazu. Wirtschaftskrise, die haben wir heute. Das reicht. So, der so. Ja, Fraktionsgebäude und hier die Tunneleingänge werden leider nicht angezeigt. Die Karte ist halt unglaublich voll, eben dadurch, dass es so wenig noch zu sehen hier gibt. Einfach, weil es hier, das ist hier so vollgepackt. Das ist echt Wahnsinn. Deswegen machen wir jetzt erstmal diese normalen Sachen. Und Tunneleingänge und sowas. Ja, die Sachen finden wir halt auf der Minimap da unten rechts. Das wird schon gehen. Das sollte sich ja nicht als Problem erweisen. Hoffentlich. So, wir haben unsere... Oh, Entschuldigung. Nichts. Alles gut. Hat nichts zu bedeuten. Alles in Ordnung. So, da scheint ja Wasser zu sein. Und hier ist ein Arzt. Und eine Schmiede. Haben wir die Schmiede schon? Ich glaube, wir haben die Schmiede schon. Oh, Moment. Hier ist es. Ein Arzt. Einmal renovieren, bitte. Also wenn unser Einkommen bei 10.000 liegt, dann haben wir ein gutes Einkommen pro 20 Minuten. Dann können wir schon langsam gut weitermachen. So, Rabatt bei Ärzten erhöht. Das ist noch der andere Vorteil bei der Geschichte, dass wir immer Rabatte bekommen. So, gehört der denn jetzt zu uns hier, der Schmied? Ich weiß es gar nicht. Ach ja, der ist schon gut. Wer ist denn noch hier zwischen... Ich muss noch einmal weiter nach rechts. So, da ist er. Der Schneider. Ach genau, das ist der Schneider hier unten drunter. Das dürfte funktionieren. Wie viel kostet das hier denn eigentlich? Mal so eine Frage nebenbei. Mausoleo di Augusto. 28. Ja, das ist schon recht teuer hier alles, aber das werden wir schon noch hinkriegen. Ich bin mal gespannt, ob wir wirklich es schaffen, alles kaufen zu können, weil das dauert echt seine Zeit. Da muss ich ganz ehrlich sein, das dauert wirklich lange Zeit. Ach, das ist nicht verboten. Das ist alles in Ordnung hier. Es gibt keine Probleme. Nur wenn ihr welche macht. Ich rat's euch ab. So, da hinten sehe ich noch gerade, dass wir einen Bürger wieder für uns gewinnen können. Ja, Dinge, die wir nicht wussten, dass wir diese nicht brauchen, brauchen wir auch nicht. Ganz einfach. So, dem Bürger helfen wir mal gerade. So. Von wegen. Wir sind hier überlegen. Von wegen. So, ich hol mal die Assassinen ran hier. Zack. Zack. Ist das nicht schön, wenn die Assassinen immer helfen? Zack. Der Borgia sind gezählt. Er wird alle töten. Es ist nur eine Frage der Zeit. Die Befreiung Roms hat begonnen. Ich verdanke euch mein Leben. Ich bin schwer gezeichnet. Doch ihr lehnt euch gegen sie auf. Bitte nehmt mich mit auf die Jagd. Gerne, gerne doch. Okay, und weiter. Mission, eine Liste einschmuggeln, war erfolgreich. Okay. Zum Rang Servitore. Tja, die werden eben auch später mal Assassinen werden. Fähigkeitspunkte kann man noch weitergeben. Das werden wir gleich alles machen. Und wir sehen, wir haben einen zweiten Fall bekommen. Das heißt, jetzt kommen immer mehr Leute, wenn wir das wollen natürlich. So, und noch eine Bank. Wenn wir hier dann an sich alles gekauft haben an Geschäften, dann ist das schon mal sehr gut. 8.228, es wird immer besser. So, 7 von 10 Banken zum Beispiel, das ist wahnsinnig viel. Und ich hoffe mal, wir finden auch noch den Rest. Schmied, Arzt, tja, die muss ich noch befreien, ne? So, jetzt müssen wir hier hin, dann haben wir noch den Arzt und den Schneider.
Dann werde ich erstmal wieder so viele Gebiete befreien wie möglich. Das kommt erstmal dazu. Werde ein paar Gebiete befreien und dann schauen wir mal, was sich denn hier noch ergibt. Und ich werde wirklich möglichst alle Gebiete befreien, die ich befreien kann. Ich hoffe, das funktioniert auch so, wie ich mir das vorstelle. So, da ist der Arzt. Und da ist sogar die Erinnerung, die wiederhergestellte. Die möchte ich allerdings erst später anfangen. Ich möchte erst noch ein bisschen erforschen hier. Da ist sie. Möchte ich aber nicht. Noch nicht. Noch nicht. Da muss ich jetzt nach oben. Ja. Bin ich runtergesprungen, obwohl ich nach oben muss. Ich glaube, ich sollte mich auch besser in Form halten. Ja, das solltet ihr. Es ist immer gut, sich in Form zu halten. Tatsächlich, hier unten ist er. Hopp. Und da oben hat da gerade was. Da habe ich gerade was gehört. Irgendwas Besonderes. Na, da muss ich nochmal nachschauen, ob ich da nicht noch was finde. Was ist das? Eine Feder oder sowas? Tal, wenn ihr nicht kommt und euch regelmäßig untersuchen lasst. Irgendwas ist hier oben. Kommt, Freunde! Ich habe heute frisch gefangene Igel! Ach, hier eine Borgia-Flagge. So, hätten wir das auch erledigt. Und weiter zum Schneider. Obwohl, den könnten wir uns eigentlich auch gerade holen. Dich habe ich doch gleich. Hasenpfoten. Guten Flug. Ja, ja, ich töte dich nicht, aber... Lass das eine Lehre sein. Da habe ich mal gerade versteckt. Oh, hier sind mir viel zu viele Leute. So, zack, zack. Und hei, 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 hei. Das ist immer ganz cool. Die Aufzüge zum Nutzen. Das macht immer extrem viel Spaß. Ich kann schon kaum noch richtig reden hier. Es ist ja unglaublich. Nehme schon zu lange auf heute. So. Ja, ja, du kannst nicht sterben. Du bist schön. Nerv nicht! Okay. Das wäre jetzt das Erste, was wir jetzt so grob an sich geschafft haben. Wir haben hier erstmal alles an Geschäften gekauft. Klar wird es hier noch mehr geben, was wir machen müssen, aber nun gut. Erstmal zum Borgia-Turm. Denn der wird jetzt erobert. Egal, was das für ein Turm ist. Stimmt. Vielleicht können wir mal schauen, was er denn so für uns da hat. Beutel. Großer Medizinbeutel, Messergürtelerweiterung, Messergürtelerweiterung, Messergürtelerweiterung. Boah, die kosten viel. Großes Gifttäschchen. So viel wie ich letztens mit den Messergürteln immer arbeite, nehme ich die auf jeden Fall mal mit. Kleider färben. Zum Glück ist das alles immer recht billig. Wir nehmen mal... Boah, kostet das viel. Was Billiges. Römisch Stein oder... Venezianisches Azurblau finde ich ganz cool. So, wir nehmen alles mit davon. Gegenstände verkaufen können wir auch noch. So, bringt ja auch noch mal ein bisschen Geld ein. Oh, Hasenpfote. Wow, 1. Wahnsinn. Silbererz nur 480 aus. Geht auch noch. Gut. Cool. Ja, doch gefällt mir auch ganz gut. Doch, doch. Das kann man machen. So gefällt mir das. Okay, jetzt haben wir hier erstmal einen Bürger, den wir retten können. Das machen wir auch gerade. Oh, ich habe mein Steam immer noch nicht ausgeschaltet. Hoppala.